Das ist die UdSSR. Die ist geil eigentlich an sich. So von Melodie her? Fuck. Rockt die echt. Ich immer noch eine Menge Lava. Ja, ich auch. Bohr mal die Wand an, wirst du sie auch gleich sehen. Mach du mal die Mitte, ich mach den äußeren Rand. Machen wir zwei breit den äußeren Rand, dann kannst du gerne die Mitte machen. Da 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 da. Ich kann sogar einen Text einigermaßen. Katjuscha, weil daran hab ich gerade gedacht. Oder was suchst du? Schade. Du bist deutlich schneller als ich, so, ne? Bin ich? Ja. Glaube ich nicht. Oder kurz mal zwei Breiten mitmachst, geht's eigentlich, oder? Ja, eben, wenn ich zwei Breiten mache, bin ich dann nicht so besonders schnell. Hast du mich schnell überholt eigentlich? Egal, hier ist Kohle. Keine Ahnung. Fast das ganze Inventar voll, alle beide. Wir brauchen halt ein bisschen was, weil wir müssen die ganze Festung aus Cobblestone bauen. Wir können gleich mal anfangen mit Bauen mal. Erstmal die ganze Bucht umspannen halt. Oh, weia. Wie groß ist die Insel? Die Bucht, nicht die Insel umspannen. Den Hafen, den ich vorhin gezeigt habe. Nein, nein, nein. Schon, oder? Den Hafen, den ich vorhin gezeigt habe. Und hinten dran kommt in die Baumkronen so eine Stadt aus Holzhaltern. Wir können dir einen mathematisch begabt nach draußen schicken und der kann dann mal gucken, wie viel wir ungefähr brauchen. Ich geh schon mal nicht raus. Viele. Sehr viele. Schneller, wie hoch sind denn die Türme? Wie hoch werden die Türme? Machen die Türme 20, 25 Block hoch? Der Proportion. Ja, stimmt. Warte, Bere, schau uns mal zu beim Graben. Das sieht so lustig aus. Ich mach die ganze Zeit den Rand, Drago macht die ganze Zeit so die Mitte. Das ist so cool. Ich mach gleich nichts mehr, weil ich gleich eine Spitzhacke mehr hab. Ich kann dir eine geben. Und ich kann eine neue basteln. Ich hab alles dabei. Bastel mal neue. Wie viele soll ich basteln? Bau mal zwei. Für dich? Ja, für jeden von uns halt eine. So, für ihn waren es eine. Okay. Hätte für mich jetzt mindestens nochmal zwei gebraucht. Ja gut, bau für uns für jeden zwei. Was los, Tiberius? Ja, und so graben wir. Gibt's irgendein geiles Bergmannslied? Boah, scheiße, Alter, kenne ich gerade gar keine. Nur noch wieder dasselbe Piratenlied von vorhin. Mountains cold, ja. From dungeons deep and caverns old. Da, 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 da. Day, the pines were roaring. Ja gut, von mir aus. Jetzt bist du falsch. Sorry! Jetzt bin ich natürlich bei meiner Einsiedlerinsel gespawnt. Wahrscheinlich kannst du jetzt meinen ganzen Koppel gar nicht mal aufnehmen. Nein. Warte, ich hab schnell Leiter dabei, ich baue mich schnell hoch. Das war ein bisschen fail gerade. Sorry, du bist gerade in mein Loch reingefallen, ich hab weitergebaut, ich hab nicht gesehen. Ich hab dir zwei Schläge mit der Spitzhacke gegeben. Alleine schon das, wie so ein zweiten Schlag, hast du das nicht nach dem ersten gemerkt? Ich hab die Maustaste gedrückt gehalten. Ja. Naja, gut, was soll's. Mach wieder meins.
aber ja. Oh, hast du ein Boot Ja, dabei? ich muss hier erstmal ein Schaf einsperren und ein paar Sachen machen, also es dauert ein bisschen, bis ich wieder zurück bin. Ich sammle kurz das Stuff ein. So, glaubt ihr, dass 4 Zaun reichen, um ein, nee, 8 Zaun reichen, um ein Schaf einzusperren? Keine Ahnung, versuch's. Ja, sollte hingehen. Dann bauen wir mal, bis Typ bisher wieder zurück ist, ne? Diesmal werde ich wesentlich schneller zurück sein als letztes Weil Mal. du den Weg kennst. Nee, ich hab's in meinem Haus eingesperrt, deswegen habe ich nur 5 gebraucht. Oh ja. Sonst hätte ich's ja nicht Black eingesperrt. Laser macht dreckigen Sheep-Sex mit in seinem Haus. Nur tote minderjährige Schafe, mein Freund. Und tote minderjährige Schafe muss man nicht einsperren. Also. Weil die tot sind, verdammt nochmal. Oh Mann. Oh. So, also, ich komme mit nichts weiter als einem Boot. Kommst in Frieden. So, wie war der Weg nochmal? Scheiß, wieder F3 einschalten. Ey, ich habe ein Ei gefunden auf dem Weg. Okay, ich bringe euch also noch ein Ei mit. Naja, es ist ja bald Ostern. Außen brauchen wir alle mal Eier. Ostern habe ich noch nie verstanden. Warum feiern wir nochmal, dass unser Heiland tot ist? Ist er nicht wieder auferstanden? Ja. Ach so. Fail. Seid ihr euch sicher, dass die Wiederauferstehung gefeiert wird? Ich So dachte, viel das habe ich waren ein im. paar bekiffte Leute, die gedacht haben, dass sie Halluzinationen gesehen haben. So viel habe ich im. Okay, Tiberius, wenn ich gerade mal so die Strecke ansehe, die wir überspannen müssen, müssen die Türme noch ein ganzes Stück höher. Mit anderen Worten, es wird die Halluzination von ein paar Bekifften gefeiert. Okay. Nein, eigentlich wird Ishtar gefeiert. Das ist die Fruchtheißgöttin der Babylonier oder irgendwie so. Und wurde Fruchtheit. gefeiert mit gekochten Eiern als Brotfressen. Hasen als Opfergabe. Die Leute wurden dann mit Blut eingeschmiert und dann gab es Blutopfer. Deswegen bringt der Osterhase an Ostern die Eier, Was gab's für Dinger? kann und gekocht werden kann. Cool. Ja, genau. Was gab's für Glutteile? Blutorgien. Blutorgien? Scheiße geil. Ab nach Babylonien, jetzt alte Babylonien, ne? Da Was gab's auch macht kein AIDS. Civilization immer Babylon-Spiele? Weil er nichts anderes kann. Noch so ein Vorteil? Da gab's kein AIDS. Gab's da mal schon Tripper? Bestimmt nicht. Gibt's nicht erst seit gestern, ne? Nee, seit gestern gibt's ja Super Tripper. Oh ja. Scheiße, das habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Okay, muss wohl doch noch ein bisschen was zu Hause machen. Regnet's bei euch eigentlich? Bisschen. Ah ja, verstehe, deswegen ist es so dunkel. Ich muss gleich mal die Wände ausheben. Brauche wieder Fackeln und vor allen Dingen. Vor wie langer Zeit bin ich hier weggegangen und die zwei Bäume sind immer noch nicht gewachsen? Der Chunk war nicht aktiv. Ja, dann soll der Chunk mal aktiv werden. Faule Sau da. Nein, Ja, aber ich brauche Unterstützung hier beim Graben. ich kann den doch nicht ständig bemuttern, den Chunk. So geht das nicht. Ja, aber so spielt halt Minecraft. Minecraft ist scheiße. Oh Mann. Oh Gott. Wie komme ich hier wieder raus? Ja. Also ich baue weiter in die Mitte ab, ne? Klar, mach. Und wie gesagt, ich komme dann, sobald ich kann. Kann sich aber noch ein bisschen hinziehen. Kann sich noch ein bisschen ausziehen. Na, was schlägt mich? Ich baue mich schnell hoch und grab schnell den Rand weg auch. Warte, warte, warte. Steht in Berlin im Museum nicht das Ischtar-Tor? Das Ischtar-Tor, das ist doch riesig. Ja, das Ischtar-Tor steht in Berlin im Museum, Agamemnon-Museum. Blablabla, Alter, scheiß Name. Abgefuckte Griechen. Steht in Berlin. Laser, der zweite.
Und hier hören Sie geschichtliche Bildung mit Tiberius Augustus. Scheiße, es passt sogar. Das ist der Tor, befindet sich seit 1930 im Vorderasiatischen Museum, das im Pergamon Museum in Berlin untergebracht wird. Bitch. Das Tor war Teil der Mauern von Babylon, die nach einigen, insbesondere älteren Listen, zu den sieben Weltwundern der Antike gehört. Oh, du bist richtig gut. Wie hast du das mit dem Mikro gemacht? Näher rangegangen. Nicht unbedingt so jazzig, aber sehr kommentatorisch. Nicht unbedingt so jazzig, aber sehr. Na, wie heißt das nochmal, was im Fernsehen läuft? In diesem Kasten, den man schon seit ein paar Jahren nicht mehr benutzt, weil es Internet gibt. ZDF? Nee, Dokumentation, genau, sehr gut dokumentatorisch. Ach du, die zieh ich mich immer wieder rein, wenn ich irgendwelche langweilige Sachen mache. Am PC. Ja, oder so. Ich höre mich diktatorisch an. Hast du sogar das Kratzen da drin? Ja, genau, das ist der Sinn. Du kannst aber auch richtig geil die Flugzeugdurchsagen nachmachen. Dieses, meine Damen und Herren, Sie befinden sich in einem Flug, der... Meine Damen und Herren, Sie befinden sich in einem... Nee, klappt nicht. Ich habe kein Großmembranmikro. Lass mal lieber. Das ist ein bisschen zu heftig. Mein Kollege hat gesagt, das wäre ein Luftloch, aber ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich drücke. Keine Luftlöcher mehr. Jetzt zur Rechten sehen Sie den Mond. Und zur Linken sehen Sie unser Landeplatz, denn wir fliegen bei Malaysia Airlines. So, also, ich wollte eigentlich sehr schnell wieder zu euch zurückkommen, aber das wird wohl nichts, das ist viel zu schnell Nacht geworden. Und auf dem Wasser sind keine Monster. Keine Ahnung, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich hier bin, eine Kleinigkeit zu basteln und die Kleinigkeit hat einfach zu lange gedauert. Gue, hue, what the fuck? Ja, LOL Zapper. Leute, stell dich mal vor, LOL hätte einen Voice Chat. Das geht ja noch. Nee, nicht auf richtig fetten PvP-Servern. Ja. Gut. Da ist alles vorbei dann. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Da kommt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ja, du Spaß, was willst du hier? Alter, ne? Ich muss sagen, je mehr Kinder auf dem Server sind, umso beschissener wird das Spiel. Ja, da hab ich in der Nase gepuppelt und saß im Sandkasten. In einer Zeit vor Minecraft. Boah, fuck. Was passiert hier? Ach shit, ich verhungere. Nup. Ja, was glaubst du, warum ich gerade versucht habe, einen Garten zu basteln? Ich wusste schon, was da los ist. Tiberius, kommst mal runter, kurz? Ja, kannst du. Du stirbst an Hunger. Tja, dann muss ich jetzt wohl noch alles machen, was ich kann, bevor ich verhungere. Ich hab einfach rechts dran vorbei. Krieg ich ein bisschen Hunger zurück, oder wie schaut's aus? Bei was denn? Wenn ich sterbe. Da kriegst du wieder Vollhunger. Vollhunger? Nee, ja. Das ist Bullshit. Hast wieder volles Ding, volles Essen. Glaubst du? Ist so. Haben wir oft genug getestet. So, dass man dann nur 3 Hunger oder was zurückkriegt. Gerade so, dass man nicht laufen kann. Egal. Ich bin glücklich. What? Was ist da viel Shit? Keine Ahnung, mitbauen? Ich baue gerade oben an den Türmen ein. Achso, ja gut. Dann hol dir noch mehr Ding raus. Dann tust du aber trotzdem kurz angraben. Fackeln brauchte ich, ja. Diamanten siehst du es aber trotzdem kurz angraben. Na? Ich dachte, du warst gerade bei der Lava. Ja, weil er gesagt hat, ich soll da runterkommen. Ne, ins Loch halt, in uns rein.
Ich wollte irgendwas machen. Fackeln würde ich mitnehmen, ne? Wo habe ich die hingeräumt? Da sind sie. Cubicle Essence. Gott, bitte nicht. Urrapp! Urrapp! Niau! Studierter Wookie-Sprachenkenner. Wookie-Linguist, so heißt's. Wookie-Linguist. Ich bin Firmalinguist. Frauen, Lingu. Nein, Femal-Linguist. Okay. Female-Linguist. Female-Linguist. Deswegen so lustig, weil es diese Tätigkeit nicht gibt. Nein, wirklich. Denn wie alle Männer wissen, man kann Frauen nicht verstehen. Weißt, da gehen sie auf die Knie, du denkst, boah, geil. Sie macht's freiwillig schon so gleich und so. So, nachdem wir jetzt 50% unserer Zuschauer vergrault haben, nachdem wir zuerst über Kiddies und dann über Frauen ge und dann über Frauen gehatet haben. 50%, also 50% unserer Zuschauer weiblich wären. Ich glaube schon, dass wir mindestens zwei Kiddies und einen weiblichen Zuschauer haben. Das sind 50%. Ja, sonst läuft die Sendung, ja. Das klingt doch sehr, sehr Also passiv Leute, gerade, ja. Wie exakt deine Angaben doch waren. ich glaube, ich habe letztens das Game mit den meisten, mit dem höchsten Männeranteil gefunden. EVE Online. Wir haben bei einer Allianz von 11.000 Mitgliedern eine Frauenanzahl von 20. 20. Ja, 10 bis 20 plus minus. Wie ich gerade ihre Tage haben, nicht da sind. So lustig, wie wir zwei völlig unterschiedliche Zahlenangaben sagen und du dann sagst ja. Einfach mal ja sagen. 22 gesagt mit einem Akzent und du hast 10 bis 20 gesagt, was ich jetzt beim zweiten Mal verstanden habe. Maybe. Was? Warum battlen die sich da? Großer Schlechterverein? Nö, Buddelkenen. Nee, Buddelkenen. Obsidian 1, das Schwein. Das hat meine Frau gefüchelt. Alter, ernsthaft? Ich würde so lachen, wenn die nachher zurückkommen, hier reinfallen. So, bald wird's endlich wieder Tag, oder? Damit ich Ja. endlich wieder zu euch kann. Na, geht doch. Ich meine, es ist ja wirklich schön hier und alles, aber. Alleinsam? Nö, das ist nicht das Problem. Du hast Schafe, ne? Du weißt schon, dass wir immer da sind, wo die Stadt anliegt. Jo, das Vor allen weiß Dingen du. jeder von euch. Ich schau jetzt die Fahne senkrecht im Wind steht. Naja, wir haben alle keine Kinder. Ja. Solange die Socke nicht schlabbert, passt alles. Klar. Solange das Röhrchen danach nicht tropft. Skelett. Jawohl. Alter, ich creep mal wieder hoch, ne? Ich find's irgendwie geil, ne? Wie immer wieder in so verschiedenen Abständen Workbenches in der Luft hängen. Das ist der Hover Workbench Mod. Nur auf diesem Server. Oh ja. Und auf allen anderen Servern. Das ist ein Haben wir sogenannter. inzwischen wieder unsere Hover Dirt? Haben wir die wieder? Nein, wir haben noch keinen Hover Dirt. Furchtbar. Das ist. Übrigens, Leute. Das ist ein sogenannter Epic Mod. Den, das sind wie Epic Skills, die werden nur hin und wieder verteilt, so per Zufall. Ja, und wir haben halt Glück, wir haben eine Server, wisst, wo dieser Epic Mod drauf war. Hover, Workbenches.
Der ist so extremst geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Creeper hat mein Pferd umgebracht! Gleich schlachten sie sich wieder, weil der Creeper von irgendeinem Pferd umgebracht hat. Das fand ich so geil, ne? Das gibt Krieg! Ich dachte echt, dass gleich sowas bringt. Das Geile ist, sie haben sich erstmal richtig gegenseitig angehatet, kam nicht auf die geile Idee, dass wir es waren, sein könnten oder so. Weil es also, wir glauben nicht, dass sie ihr Haus selber abgefackelt haben, das macht keinen Sinn! Warum die ganze Zeit auf uns rumhacken, wenn ihr die ganze Zeit kriegt. Wir haben ihn nur einmal. Ja, es war einmal, als ein Streichholz runtergefallen ist, auf die Brücke einen rauchen wollten. Dum dum da Komm, sing jeder von uns ein so ein Teil. da 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 Wer kann nie ein Cat singen? Kommt drauf an, wie schnell ich singen muss. Im Originaltempo kann ich's nicht. Ey, was gerade auffällt? Tiberius? Da hinten geht ein Fluss rein. Schau, okay, kletter mal hoch auf den Turm. Wie, in 3 Minuten ist fertig? Nee, Alter. Tiberius, kletter mal hoch. Schau mal darüber. Da hinten geht ein Fluss rein. Hast ja keine Orientierung. Ja, wie auch mal. Ja, klar. Wie auch machen wir die Türme? Ich würde halt sagen, dass. Alter! Das cutte ich auch mal raus. Tiberius? Alter. Alter, was geht denn schief? Tiberius? Der Kubi steht eindeutig auf kleine, schwarzhaarige, schmierige Männer mit seltsamem Bart. Tiberius, ich würde sagen, wir gehen hin und machen einfach die Brücke, die rüber geht, das Tor oben 5 breit. So kommt die komplette Breite von dem Turm rüberziehen. Da kann ich oben drauf hin und her laufen. Und halt, das war halt, wir ziehen ja eh so einen Bogen rüber, mehr oder weniger, oder? So, zum Abschluss werde ich nochmal verhungern, damit sich alle glücklich einen ablachen können. Ich denk mal, es müsste eigentlich gehen, weil wenn wir. Dann können wir auch vorne so einen Absatz machen, wo wir die Zinnen vorne draufkleistern und sowas. Mal schauen. Und wenn wir die unten den Bogen mit, hier. Wie nennt sich die Kacke nochmal? Stufen ausfüllen, dass es so eine schöne Rundung gibt. Dann müsste auch ganz geil aussehen. Alter. Alter.
aber vieles kann ich mir einen ablachen. Das ist echt scheiße mittlerweile. Ey, wenn die weiter so scheiße schreiben, dann. Nee. Ja, dann fliegen sie vom Server, und zwar Dauerbann. Wir haben echt nur Spacken im Team langsam. So, Is eigentlich it? müsste es doch schon vorbei sein, oder? Ich check grad nicht so ganz. Na egal, ich baue mir jetzt noch einen, keine Ahnung, Zaun hier. 12 mal 4 müsste durch 6 teilbar sein, ne? Theoretisch. Skepta ist gebannt. Aber es glaubt oder nicht, das ist offensichtlich nicht durch 6 teilbar. 12 mal? 12 mal 4. Ist durch 6 teilbar. Hat bei mir gerade nicht funktioniert. 12 mal 4 ist 4 mal 2 mal 6. Ich weiß, es das. Ich muss das aufnehmen. Kurze Protein, ja. Das hätte ich aufnehmen müssen. Egal, scheiß drauf. Das war gerade echt kurios. Hast du dich gerade so hart verrechnet? Nee, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe die Bauteile ja so genommen in den Anzahlen. Da kann man sich nicht verrechnen. Da war keine Rechnung vorhanden. Oh Mann, ich habe gerade die Gesetze der Natur, die Naturgesetze habe ich gerade total abgefickt. Na dann. Die trauen sich nicht mehr in meinen Garten, diese verdammten Naturgesetze. Das könnte geil aussehen, das könnte richtig episch aussehen. Ich glaube, die Türme müssen noch ein Stück höher werden, oder? Und, see ya!